Das Modell, dann zeigst du noch nicht. Gut, heute ist der Tag der Tage. Es ist ein kleiner Schritt. Es ist ein kleiner Schnitt am Pullover, doch ein großer Schritt für die Geschwister. Genau. Ich werde M.A. Milita zerschneiden. Und ich fange lieber sicherheitshalber mit dem kleinen Loch an, um ihr nicht zu. Hier, du wolltest erstmal vorher? Vorher? Vorher. Jetzt kommt ein Schnitt hinein. In, oh mein Gott, ey. In den Pullover. Findest du das? Ja. Könnt ihr das sehen, Volk? Volk. Ja, Gloria. Grüß dich, siehst du das? Sieht unser erstes verschnittenes Loch. Sieht gut aus. Seht ihr das? Seht ihr das? Genau! Mach ich so auf. Und jetzt kommt die zweite Stelle. Wie schrecklich. Gloria, du bist so dumm. Ich muss gleich holen. Ich hoffe, es kein Herz reinzubekommen. Ist doch egal, oder? Ist doch egal. Ist doch egal. Das kann doch eigentlich danach. Hat man einfach so lassen. Ja, hängen, aber es sieht doof aus mit der Farbe. Ja, das wird aber noch drin hängen. Ich mach's einfach durch. Ja, mach einfach durch. Die ziehen es durch. Setz dich wieder hin und filme. Jetzt kommt aber so ein BH, wusstest du das? Ich schwör. Ja, für den Schwangere. Du filmst immer voll komisch wie so ein Amateur, aber ist sie auch. Was ist denn ein Amateur? Ein Anfänger. Oh. Ist aber nicht so. Wie Staub! Ist schon praktisch, warum wir das machen, aber ich nehme mit Milita an einem Fashion Contest teil. Das heißt, an einem Modewettbewerb. Genau. Und das soll unsere neue Collection sein. Genau. Jetzt kommen wir nun zu dem Höhepunkt. Jetzt kommt so wirklich so. Oh mein Gott. Vertrau mir. Ich vertraue dir. Ich vertraue mir. Schneid mir bloß nicht in meine Haut, Spaß. Ja, wenn es mir die Haut sehe, ich bin hier gerade an deinem Hals dran. Es ist spannend. Lola, du musst auch da hingucken. Ja. Ja, die guckt irgendwie nicht mal auf dieses Schnitt. Filmst du das? Ja. Genau das Schnitt. Komm mal mit der Kamera näher. Als würde sie mir die Kehle bei lebendigem Leibe durchschneiden. Siehst du das? Ganz genau. Und? Lisa, wende dich, wende dich. Wende dich. Wende dich. Wende dich. Ey, du könntest es theoretisch so lassen. Was denn? Ja, aber wirklich, du könntest es so lassen. Zeig mal. Und das? Wir sind aber noch nicht fertig. Ah. Ja, war. Aber ich weiß ja nicht, wie es jetzt aussieht. Muss ich gucken. War jetzt nicht so ein bisschen so. Aber nein, das sieht dann komisch aus. Das sieht dann aus, als hättest du es bewusst als Oberteil gemacht. Aber so, ja. Also eigentlich jetzt könnten wir, ey, das sowas manchmal wirklich machen. Soll ich das jetzt so lassen? Also, nein, ich muss doch ran, wa? Ja. Es muss ab. Es fällt alles ab. So, da in den Display gucken. Guck nicht unter. Soll das dann so bleiben, so zerrissen nach hinten? Aber nach was sieht es dann aus? Aber die Schneiderkünstlerin. Das darf nicht sein. Okay, aber auch Zigeuner wollen gut drauf. Lass nur vielleicht, warte, gib mal ganz kurz. Wo ist denn das? Haare müssen so staubig aussehen. Das fällt ein bisschen von dem hier so dran, was, wo keine Farbe ist, aber so ein bisschen. Was dann so hängt. Warte, da muss ich die Farbe bewusst jetzt wegschneiden. Man schneidet. Ihr seht die Schnitte. Die sie jetzt macht. Du kannst ein bisschen von Weitem gehen. Na gut. Da. Guck mal, du musst doch auf die Kamera gucken, Gloria. Ja. Du bist voll der Amateur. Ich hab's nicht gefragt. Ja, auch. Ja, das kann man wohl sagen. Ich warte mir, ich lasse aber einfach nur so ein Ding. Sieht es komisch aus, ich lasse aber nur ein kurzes Stück. Ja, ein kurzes. Du musst nicht so übertrieben auf. Ja.